Der Stadtclub hat für die heutige Runde 3 Überraschungen in der Tasche gehabt. Erstens ist nicht der Guatelli, sondern der Johnny Leoni im Goal gestanden. Zweitens, zur Feier des Tages, FCZ-Museumseröffnung, ist die Mannschaft mit alten Matchtrikots eingelaufen. Und drittens, nach 60 Minuten hat der Stadtclub in fünften Gang geschaltet. Doch alles mal der Reihe nach. Erstens, wieso steht nicht der Andrea Guatelli, sondern der Johnny Leoni im FCZ-Goal? Ja, schlimm. Ich denke, es ist für ihn ganz sicher dumm, sage ich mal so. Er hat sich seinen Platz erkämpft. Er hat eine wunderbare Vorrunde gehabt, das muss man dazu sagen. Er hat 2-3 Mal Pech gehabt in dieser Rückrunde. Aber jetzt hat er sich eigentlich selber ein Bein gestellt, indem er sich eigentlich nicht an einen internen Zeitplan, einen Verhaltenskodex gehalten hat. Ein bisschen spät gekommen ist. Das kann es mal geben. Aber ich denke, dann ist es auch wichtig, immer, dass man zu einem Fehler steht, das gerade sagt und sagt, lass, sorry, ich korrigiere es, es war ein Fehler gewesen. Er war nicht sicher, ob er wirklich einen Fehler gemacht hat, und das ist mir ein bisschen zum Verhängnis geworden. Aber es ist klar, es geht nicht darum, dass er mit Alkohol ein Problem hatte oder sonst ein Problem hatte. Es gibt einen Verhaltenskodex, wenn du musst zuhause sein unter der Woche. Und den hat er nicht eingehalten. Das ist grundsätzlich einfach das. Und nur eines, das wäre vielleicht auch gar nicht so ein grosses Problem, wenn man nachher herstand und sagt, ja, schau, es war ja so, es war ein Fehler, ich zahle dir Buss. Er war nicht ganz sicher, um welche Zeit er also wirklich zuhause war. Ja gut, es gibt halt so Zwischenfälle und ich denke, den haben wir gelöst. Wir haben uns für die Situation, wie sie heute da war, entschieden, dass der Andrea aus disziplinarischen Gründen nicht im Aufgebot ist und erst am Dienstagmorgen wieder das Training mit der Mannschaft aufnimmt und somit der Johnny zum Handkuss kommt und heute in der Startformation ist. Kommen wir zum zweiten Punkt, und das sind die alten Matchtrikots, mit denen die erste Mannschaft heute eingelaufen ist gegen Sion. Klar. Das FCZ-Museum ist heute am 12. März eröffnet worden, offiziell. Das heisst, man hat 3 Stunden vor dem Spiel dürfen alte Schätze vom Stadtclub anschauen. Und eben zur Feier des Tages hat es auch für die erste Mannschaft spezielle Einlauftrikots gegeben. Kommen wir noch zu der dritten und letzten Überraschung, und das ist das eigentliche Spiel. Nach 60 Minuten schaltet der Stadtclub in 5. Gang und gewinnt das Spiel gegen Sio mit 2-0. Ja, das war nicht einfach. Erste Halbzeit. Wir haben nicht sehr gut gespielt, wir waren manchmal nicht kompakt und das war schwierig für uns. Wir waren manchmal zu tief und in zweiter Halbzeit haben wir probiert zu hochspielen und das war ein bisschen besser. Heute war Das war nicht einfach, aber ja, ich probiere immer Tor schießen. Ich habe jedes Spiel Tormöglichkeit und wenn ich habe, ich mache alles für das Tor schießen. Das ist ganz klar. Das ist ein Problem von Medien, das ist nicht wahr. Ich bin auch konzentriert mit FCZ, das ist so. Ich habe viele Ziele mit Zürich und fertig. Wir haben 2 Ziele, Meistertitel und Cupsieger. Aber wir müssen nehmen Spiel für Spiel und nachher schauen, was ist passiert. Wir haben, das ist sehr wichtig, heute 3 Punkte. Und das nächste Spiel ist gegen Neuburg auswärts. Wir müssen auch 3 Punkte holen. Ja, ich bin zufrieden. Ich meine, ich habe schon lange nicht mehr gespielt und es ist nicht einfach, wieder im Einsatz zu kommen. Und heute habe ich nichts schlecht gemacht und ich bin froh. Aber wie gesagt, die Mannschaft hat heute auch noch gewonnen. Und ich meine, das ist ein Kollektivsport und ich bin zufrieden für die Mannschaft. Ich lese nie die Zeitung und so, das interessiert mich nicht so viel. Ich weiß, dass ich meine Leistung bringen muss. Und ich meine, Schnur ist besser, aber Leistung bringen ist noch besser. Die Fans sind sicher eine Motivation, aber ich habe noch andere große Motivationen, zum Beispiel mein Sohn und so weiter, die immer für mich da sind. Und
Ich bin heute wirklich zufrieden. Ja, also, wir haben natürlich gewusst, nach dieser Niederlage in Basel, das ist ein enorm wichtiger Match. Und ich meine, wir müssen ja auch irgendetwas gut gemacht haben. Wir haben schlussendlich 2-0 gewonnen. Ich denke sicherlich, dass Johnny heute wirklich einen fantastischen Match gemacht hat und uns im Spiel gehalten hat, das mehr als einmal. Und dass dann das schlussendlich uns auch ein bisschen den Aufwind gegeben hat, dass wir dann das 1 und das 2-0 haben können schiessen. Also man muss gleich präsent sein und muss etwas gut machen, dass man am Schluss 2-0 gegen Sion kann gewinnen. Binelli und Ersam AG, Ihres Autohaus mit Stil.